Herzlich willkommen zum AHK Rumänien Podcast. Heute ist der 21. April 2021. Die Ausstrahlung dieser Episode erfolgt jedoch erst am 29. April. Mein Name ist Moritz Metz, Referent für Marketing bei der AHK Rumänien. Und heute spreche ich mit meiner sehr geschätzten Kollegin Oana Nastasa über das Thema Aus- und Weiterbildung. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Oana. Hallo. Hallo Moritz, schön, dass ich heute dabei sein kann. Danke. Oana, du bist Koordinatorin für alle dualen Bildungsprojekte bei der AHK und somit natürlich die ideale Ansprechpartnerin für das Thema heute. Unter anderem ist ja ein Ziel dieses Podcasts hier, Transparenz zu schaffen und den Unternehmen in Deutschland deutlich zu machen, auf welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sie hier treffen. Und Bildung ist da natürlich ein Baustein. Lass uns mal so ganz allgemein anfangen. Warum ist das Thema Bildung für die AHK so wichtig? Konkret, weil wir die nötigen Kompetenzen sichern müssen, um den Übergang zwischen Schule und Beruf schaffen zu können. Also viele deutsche, aber auch rumänische Unternehmen kommen zu uns und wollen eine Lösung für den Fachkräftemangel finden. Die optimale Lösung für den Fachkräftemangel ist die Bildung. Und klar, diese Bildung bedeutet Entwicklung und die Entwicklung bedeutet Innovationen. Aber das Wichtigste, das ich finde, Bildung bedeutet einen großen Bedarf und einen Mehrwert für die gesamte Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist es uns sehr wichtig, Investitionen in Rumänien zu ermöglichen, egal ob wir hier über Infrastruktur oder Landwirtschaft oder digitalen Übergang sprechen. Im Mittelpunkt steht immer die Bildung und unser Hauptanliegen ist die Stärkung der innerbetrieblichen Ausbildung. Und in diesem Kontext bieten wir Informationen und Beratung rund um das rumänische und deutsche Bildungssystem an. Ich persönlich denke, dass die Bildung wirklich keine Argumente braucht. Die Bildung ist sehr wichtig und Punkt. Das sollte es reichen. Und sag mal, wie ist das mit dem Bildungssystem in Rumänien? Welche Schulform gibt es und was passiert, wenn man mit der Schule abgeschlossen hat und wie tritt man dann ins Berufsleben, beziehungsweise welche Weiterbildungsmaßnahmen gibt es? Das rumänische Bildungssystem unterscheidet sich von dem System in Deutschland. Die Organisation des Schulwesens in Rumänien liegt in den Händen des Bildungsministeriums und die Schulpflicht gilt für alle Kinder bis zur 10. Klasse. Ganz normal, das erste Mal können die Kinder die Krippe und danach den Kindergarten besuchen. Dort können sogar Dreijährige hingehen, doch verpflichtend ist der Kindergarten erst für Sechsjährige, die ein Jahr Schulvorbereitung absolvieren müssen. Mit 7 Jahren werden sie dann eingeschult. Das ist bei uns in Rumänien Klasse 0. Okay. Danach kommt die Grundschule, der Primarunterricht und diese umfasst die Klassen also von 1. Klasse bis 4. Klasse. Dann Gymnasialstufe von 5. bis 8. Klasse. Und nach der 8. Klasse, also mit etwa 14 Jahren, legen die Schüler mit diesem Alter auch ein Examen ab. Das heißt bei uns Evaluare Nationale. Und mit 15 Jahren müssen die Schüler selbst entscheiden, wie ihre Zukunft aussehen soll. Für ihre Weiterbildung steht ein 4-jähriges Lyzeum, das mit dem Abitur endet. Und das wäre EQF 4, das ist European Qualifications Framework. Oder Sie haben die Möglichkeit, eine 3-jährige Berufsschule zu besuchen und das bedeutet EQF 3. Okay. Nach Absolvierung der Berufsschule können die Schüler noch ein Lyzeum für 2 Jahre besuchen und das ermöglicht das Abitur oder ganz normal, sie sind für den Arbeitsmarkt bereit und sie können einen Job suchen. Danach haben wir auch postsekundäre Ausbildung EQF 5.
wird für Berufsqualifikationen organisiert, die durch das nationale Bildungsministerium laut dem Nationalregister der beruflichen Qualifikationen festgestellt werden. Also das System der Hochschulbildung umfasst drei Ebenen bei uns: Universitätsstudium mit Lizenzabschluss, mit Masterabschluss und mit Doktorabschluss. Es ist auch gut zu wissen, vielleicht in Rumänien gibt es auch ein anderes System der Notengebung von 1 bis 10. Es ist nämlich genau umgekehrt als in Deutschland. Aha. 1 bis 4 bedeutet also ungenügend und 10 ist die beste Note. Und das Schuljahr fängt für alle, außer ganz normal für die Studenten, die im Oktober wieder zu ihrer Uni zurückkehren, im September. Also das ist grosso modo so unser Schulsystem hier in Rumänien. Und wenn die Schüler dann die Schule verlassen haben, gibt es sowas wie eine deutsche Ausbildung, also so eine Ausbildung wie nach deutschem Vorbild, also so ein duales System? Ja, ganz normal. Und hier sprechen wir über duale Berufsausbildung. Es ist kein Geheimnis, dass die deutsche duale Ausbildung ein Erfolgsmodell ist. Und seit dem Schuljahr 2017, 2018 bietet Rumänien auch eine duale Berufsausbildung mit deutschen Elementen an. Ich muss hier eine kurze Erklärung machen. Wir sprechen hier über duale Ausbildung mit deutschen Elementen, nicht über Berufsschulen in generell, weil hier Rumänien hat auch viel Erfahrung. Die duale Berufsausbildung dauert 3 Jahre bei uns, also EQF3, wir haben früher gesprochen, nach dem 8. Klasse, und wir finden das sehr gut, wirklich sehr gut, dass Unternehmen und Berufsschulen gemeinsam ausbilden. Okay. Die Theorie, also Ausbildung bedeutet ganz normal Theorie und Praktikum, ja, dual, das bedeutet dual. Und die Theorie findet weiterhin in der Schule statt und die Praxis in einem Unternehmen. Und im ersten Jahr haben wir 20% Praktikum, im zweiten Jahr einen Praxisanteil von 60%, der im dritten Jahr auf 72% ansteigt. Es ist wirklich viel. Ein anderes deutsches Element ist, im Unternehmen sowie in der Schule wird ein Praxistutor ernannt, der als Ansprechpartner für die Auszubildenden zur Verfügung steht. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Wir brauchen diese Personen. Und noch zu sagen wäre vielleicht, die Auszubildenden erhalten ein monatliches Stipendium, das zur Hälfte durch den Staat und zur Hälfte durch den Betrieb finanziert wird. Zudem werden die Mahlzeiten und der Transport kostenlos zur Verfügung gestellt. Aha. Und die Unternehmen, ja, das ist auch sehr gut, finde ich, die Unternehmen erhalten als Gegenleistung von der Regierung steuerliche Anreize, um diese Form der Ausbildung zu fördern. Und der Abschluss führt zu einem direkten Arbeitsmarktzugang. Alternativ ja, haben die Schüler auch die Möglichkeit, sich wieder in die 11. Klasse eines Lyzeums einzuschreiben. Okay, ja, das hört sich ziemlich gut an. Und sag mal, was macht die AHK dafür? Ist die in irgendwelcher Form daran beteiligt? Setzt sie ja, sich dafür ja. ein? Ja. Wir sind hier sehr aktiv, weil die duale Ausbildung nach deutschem Vorbild hat die AHK wirklich im Fokus. Weil, weißt du, viele deutsche Unternehmen wünschen sich, die Qualität ihrer Berufsbildungsprojekte in Rumänien zu verbessern. Und ganz normal, wir sind Teil des Netzwerks deutscher Auslandshandelskammer und in Zusammenarbeit mit dem deutschen Kammernetzwerk, das bedeutet DIHK und IHKs, bieten wir die Bildungsqualität nach deutschen Standards. Konkret, was machen wir oder wie machen wir das? Wir bieten deutsche Zertifizierungsdienste für die berufliche Bildung an. Und im Rahmen der Zertifizierung führen wir Berufsprüfungen durch, und zwar die gleichen wie in Deutschland.
Und die Prüfungen haben den Vorteil, dass sie sich auf reale Arbeitsbedingungen beziehen. Konkret, wir bilden nach drei Qualitätskategorien aus. Das bedeutet deutsche duale Berufsausbildung, lokale duale Berufsausbildung nach deutschem Vorbild und lokale duale Qualifizierung mit deutschen Systemelementen. Und die dritte Version, das bedeutet wirklich lokale Anpassung. Und konkret, zum Beispiel Ende Juli 2019, aber auch in 2020 haben 13 Schüler die Prüfung für die Zertifizierung als Elektroniker bei dem Robert-Bosch-Werk in Cluj-Napoca bestanden. Und hier haben die jungen Absolventen während der dreijährigen dualen Ausbildung ihr Praktikum absolviert. In Kronstadt zum Beispiel haben 209 Absolventen der Scuola Professionale Germana Kronstadt das Praktikum in einem der 15 Partnerunternehmen absolviert, mit Abschlüssen sowie CNC-Mechaniker, Elektromechaniker, Werkzeugmechaniker, Okay. Schweißer oder so. Also, was hat die AHK Rumänien gemacht? Wir haben diese Prüfungen begleitet und den Schülern mit guten Ergebnissen das Zertifikat lokale duale Qualifizierung mit deutschen Systemelementen ausgehändigt. Und auch unter dem Dach unseres Aus- und Weiterbildungszentrums EduPro heißt, koordinieren wir auch verschiedene Projekte. Und hier haben wir zwei komplexe Projekte, Scuola de Carte și Meserie, du kennst das, und Ja. Scuola Meserie Viitor auch. Also Scuola de Carte și Meserie ist ein nationales Projekt und Scuola Meserie Viitor, es ist für den Kreis Ilfov. Und hier helfen wir bei der Suche nach einer Partnerschule, bei der Auswahl der Ausbildungsberufes. Wir kümmern uns um die Informationskampagne und du hilfst mir dabei. Wir treffen uns mit den Lehrern, Eltern und Schülern und erklären, warum es sich lohnt, auf die Berufsausbildung zu setzen. Was wir noch machen, wir kümmern uns um die lokale Anpassung der Curricula. In Rumänien heißt CDL, das ist Curriculum in Dezvoltare Locală. Und am Ende organisieren wir AHK-spezifisch Prüfungen nach deutschem Standard. Und auch wichtig ist zu wissen, den permanenten Informations- und Erfahrungsaustausch sichern wir durch das Organisieren von Fachveranstaltungen, die alle, wirklich alle zuständigen Vertreter an einem Tisch bringen. Ja? Und hier spreche ich über Schulen, Wirtschaftsumwelt, Repräsentanten aus Verwaltungen und Politik. Und das finde ich wirklich toll. Ey, das ist jede Menge. Ich lerne gerade auch noch ganz schön was dazu. Ich habe ja manchmal das Vergnügen, von euch einzelne Events und Weiterbildung auf die Webseite zu stellen, aber ich muss sagen, ich habe nicht so ganz den Einblick. Ich kriege mit, dass wir auch noch weitere Weiterbildungen anbieten. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, welche das sind? Im Moment, ich spreche hier über die wichtigste, ja, über einen Kurs. Und hier im Moment bieten wir wirklich ADA-Kurse. Das ist Ausbildung der Ausbilder nach deutschem Vorbild an. Die Zielgruppe, die Ausbilder von Unternehmen, die wirklich, wirklich eine wichtige Rolle spielen. Diese sind Personen, deren Hauptaufgabe ist, sich um die Azubis zu kümmern und praktische Kurse zu veranstalten. Und ich bin auch ein Trainer, also ich spreche hier mit wirklich Enthusiasmus. Über Berufsausbildung spreche ich mich mit viel Enthusiasmus an, anders kann ich nicht. Hier erzählen wir über Vorteile der Berufsausbildung, Vorteile für das Unternehmen, Rolle und Aufgaben des Unternehmens, Vorbereitung der Ausbildung, Grundlagen der Lernpsychologie, Motivierung der Schüler und ich mag das Thema Feedback geben und erhalten. Es ist auch sehr wichtig und auch Vorbereitung der Schüler auf die Abschlussprüfung. Es ist auch wichtig. Es wäre vielleicht noch zu sagen, AHK Rumänien hatte die Lizenz für ADA von der IHK bekommen. Und der Kurs ist wirklich für die Tutoren sehr geeignet.
In Okay. Rumänien haben wir viele Trainers-Trainings, ganz normal, aber sie sind mehr auf Soft Skills fokussiert. Okay. Was speziell ist, das ADA-Konzept basiert auf den Standards der deutschen AFVO, das ist Ausbildereinigungsverordnung und berücksichtigt die Besonderheiten des rumänischen Bildungssystems. Das ist etwas Spezielles, finde ich. Also ich habe jetzt auch noch mal eine Menge dazugelernt. Oana, hast du, was das Thema Aus- und Weiterbildung angeht, ein Ziel oder einen Wunsch für dieses Jahr? Ganz normal. Ja, na, natürlich. Ja, und deswegen arbeite ich so mit Enthusiasmus. In Rumänien haben wir wirklich viele Best Practices Beispiele. Und ich spreche hier über Lehrer, ja, über Unternehmen, die wirklich sehr aktiv im Berufsbildungsbereich sind. Und unser Ziel, mein Ziel auch, wäre diese Beispiele, also diese Beispiele wollen wir wirklich multiplizieren. Und das wäre unser Ziel, glaube ich. Okay, dann würde ich mit dem Ziel und dem Wunsch hier schließen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Oana. Ich habe heute auch noch mal wieder ein bisschen was dazugelernt. Das war sehr aufschlussreich. Wer mehr über das Thema Aus- und Weiterbildung erfahren möchte, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, unter Dienstleistung beispielsweise oder unter der Initiative EduPro oder kontaktiert uns einfach mit seinem Wunsch und seiner Frage. Vielen, vielen Dank, Oana, für das Gespräch Sehr heute gerne. und bis bald. Alles Gute. Sehr gerne. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.